Moin Leute, Dienstag, 6. Februar. Ich bin bei mir in der Scheune im Gange hier. Und zwar habe ich doch mal erzählt, dass mein Silo, was ich hier stehen habe, weg soll. Und ja, da haben wir schon mal ein bisschen angefangen, haben schon mal ein bisschen aufgemacht. Ja, so sieht das ganze Ding aus hier. Und ja, wurde schon seit zig Jahren nicht mehr benutzt. Und ich bin jetzt erstmal dran, den ganzen Dreck hier rauszukratzen. Ich bekomme zum Wochenende eine Scherenbühne, also eine Scherenarbeitsbühne. Nichts jetzt zum Autos hochheben, sondern so eine Scherenhebebühne oder Arbeitsbühne, die bis auf 7 Meter kommt. Weil wir müssen da oben dran, weil, ich weiß nicht, ob ihr es seht, dieser Balken wurde, also der letzte Ring wurde um den Balken herum gebaut. Und im Normalfall, geht's mal wieder rein hier. Im Normalfall wird das Silo so abgebaut, dass man mindestens 3 Winden außenrum an den Hauptstützen dran macht. Dann kann man es ein Stück hochheben, den unteren Ring wegnehmen, runterlassen, den nächsten aufschneiden und oder auch abmachen. Und ja, und dann kam hier auf die glorreiche Idee, wo das Silo voll war, halt nochmal einen Ring drauf zu setzen. Und da ist das Problem jetzt. Wir können das ganze Ding nicht runterlassen, weil der Balken ja, jetzt dazwischen hängt sozusagen. Das heißt, wir müssen da hochfahren, dann müssen wir das da oben drum und weg machen und dann können wir die ganzen anderen Schrauben lösen und das einzelne Blech runternehmen. Und dann nehmen wir Stück für Stück weiter runter und dann, so ist das, denke ich mal, mit das Einfachste. Ne? Hier die Teile, die hier noch drin lagen, die Lüftungskanäle und hier liegt noch das Rohr, wo die Schnecke drin war. Und ja, so ist der Plan. Alles klar, bis denn. Moin Leute, Samstag, 10. Februar. Wir sind wieder bei mir in der Scheune. Ich habe gestern dieses Ding bekommen. Der kommt irgendwie hier auf 8 Meter, kann der, glaube ich, ausfahren. Und ja, da wollen wir halt anfangen, von oben her die Ringe ja, abzubauen. Und wir hoffen, dass wir das heute so weit wie möglich runterkriegen. Ja, das ist einfach hier so ein Ding, das ist mit Strom, wird das betrieben, wird aufgeladen, hat eine Batterie. Und dann hast du hier oben so einen Joystick, wo du mitfahren kannst, beziehungsweise wo du mit hoch und runter machen kannst. Ja, das ist so der Plan. Der Plan ist, der Christoph kommt gleich und meine Mutter und mein Onkel. Und wir schrauben das oben ab, der Christoph und ich, lassen das runter. Und die anderen beiden stapeln das irgendwie auf einer Palette. So ist der Plan. Alles klar, bis dann. Ciao. Heute, Sonntag, 11. Februar. Ja, ihr seht, das Silo ist weg. Es steht kein Silo mehr. Ja, hier regnet es rein. Da muss mal der Dachdecker kommen. Das haben wir jetzt festgestellt, wo wir Silo abgebaut haben. Da hat nämlich immer keiner mehr reingeguckt. Und irgendwo da oben ist eine Ziegel verrutscht. Irgendwo hier da den Balken hoch, da. Der muss auf jeden Fall mal getauscht werden. Beziehungsweise wir wollen ja das Dach hier sowieso neu decken. Aber das ist erstmal dicht, es muss auf jeden Fall da was passieren. Ja, wieder ordentlich Platz gewonnen hier. Ich denke mal, das sind irgendwo so hier bestimmt. Na, was sind es denn? Wir können es mal abschreiten hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Meter mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 mal 9 Meter. Da haben wir schon wieder genug Platz hier oder schön Platz geschaffen auf jeden Fall. Wie gesagt, das Silo wollte ich eh nicht mehr nutzen. Wo es denn dann irgendwann mal weitergeht, ist auf jeden Fall in die Richtung. Hier seht ihr natürlich wahrscheinlich jetzt nicht so viel. Bretterwand weg, die ganzen Hölzer weg. Hier hinter liegt richtig viel Stroh und Holzkrams und alte Zäune da. Und das soll dann komplett raus, bis da hinten an die Wand sozusagen. Und ich mach das Licht wieder aus. Und
Ja, dann vielleicht hier den Beton sozusagen fortführen bis da hinten hin. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, nee, das ist erstmal so der Plan. Auf jeden Fall. Das Ding hat wirklich hier, also das war wirklich ein richtig geiles Teil. Grüße gehen raus an Hebeln auf jeden Fall, wo ich die Hebebühne her habe. Die Arbeitsbühne, ja, ultra geil, wirklich. Also ich könnte euch ja nochmal zeigen, wie das tatsächlich funktioniert. Das haben wir ja gestern nicht gemacht. Ihr werdet wahrscheinlich vom Siloabbau nur den, sag schon, den Zeitraffer sehen. Muss ich mal gucken hier, welcher Schlüssel das ist, welcher passt. So. Nee, der passt nicht. Wieso passt der nicht? So rum. Ha. Oder? Zack. Eingeschaltet. Jetzt gehen wir hier hoch. So, hier habe ich auch schon sauber gemacht. Die Bühne. So, und dann haben wir jetzt hier so ein Bedienpult. Hier ist einmal Fahrbetrieb. Hier ist Hubbetrieb. Wenn wir jetzt hier Fahrbetrieb haben, man muss immer die Taste hier hinter drücken, der Sicherheitsschalter sozusagen. Die beiden Knöpfen hier oben lenkt man. Wenn wir jetzt mal runter gucken, ich weiß nicht, seht ihr die Räder? Warte, nee, wir sind in Fahrbetrieb. Wieso geht nichts? Gute Frage, nächste Frage. Was haben wir jetzt falsch gemacht? Einen Moment, ha, ich habe den Fehler gefunden. Nämlich einmal hier Betrieb von unten, Betrieb von oben. Jetzt probieren wir es nochmal. Jetzt sieht es vielleicht besser aus. Man kann die ganze Bühne nämlich auch von unten steuern. So, jetzt piept es nämlich. So, jetzt machen wir mal auf Lenken. So, wenn wir jetzt unten die. Ich lege dann nach links ein. Jetzt hier gucken. Zack, gerade. So. Jetzt fahren wir hier mal zurück, wieder auf, also ist auf Fahrbetrieb, Hebel rückwärts, dann fahren wir rückwärts, so, wenn wir jetzt nach rechts wollen, müssen wir hinten den Knopf drücken und den hier oben, dann schalten die Räder wieder nach rechts, dann langsam vorwärts, ja, und so geht es hier so voran, ne? Ist eigentlich ein ganz geiles Teil, muss ich sagen. Ja. Nee, so funktioniert das. Und wie gesagt, wir können, ich kann ja hier nochmal hochfahren. Einen Moment. Hoch. Stehen die Räder gerade? Nee, besser ist das, wenn die Räder gerade stehen. Fürs Gefühl zumindest. Das wird wahrscheinlich nichts von der Sicherheit nichts machen, aber jetzt fahren wir mal hoch. Mit Christoph gestern ja auch bis hier oben hoch. Ich bin nicht so der höhenfreundliche Typ, aber wie ihr seht, wir kommen auf jeden Fall schon ordentlich hoch. Und haben hier oben auch noch die alten Rohre abgebaut vom Gebläse, wo es hier voll gemacht wurde. Dann habe ich gleich hier noch Kabel gelegt für die Lampen, die dann hier mal drankommen. Da ist das ein Abwasch. Ne? Und ja, wir sind doch an den Ziegel drangekommen, wo, na sag schon, wo es durchgetroffen hat. Christoph hat den wieder ein bisschen hingeschoben, aber ja, so sieht das aus. Wir sind da jetzt noch nicht ganz oben, ne? Aber ich bin echt nicht so der höhenfreundliche. Ich weiß nicht, da wird er mich vielleicht jetzt auslachen, aber wir können hier auf jeden Fall noch weiter hoch. So, und jetzt sind wir bestimmt schon, ja, wir sind jetzt noch nicht ganz hoch, aber wir können bestimmt noch 1,5 Meter. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich bin nicht so der Freundliche. Das wackelt jetzt hier schon wie sonst was. Und runter machen, einfach den Hebel nach hinten, dann piept er kurz und dann lässt das Öl aus den Zylindern sozusagen und abfahrt. Ne? Nee, super geiles Ding, war auch echt, also ich hätte gedacht, das kostet richtig viel Geld, aber das ist super günstig. Und wenn ihr irgendwas macht, irgendwie in den Scheunen oder sonst was hier, Kabel verlegen oder sonst was, würde ich mir sofort so ein Ding holen. Der einzige Nachteil ist, das ist halt ultra, ja, niedrig das Ding, ne? Logischerweise. Also es ist nicht viel Platz als Bodenfreiheit, darf er auch nicht haben. Du kommst also keine Kante hoch. Ne? Auf Kopfsteinpflaster brauchst du gar nicht probieren. Also es geht wirklich nur auf Betonboden oder auf richtig gerade gepflasterten Boden. Ja, nee, super geil. Wie gesagt, das Ding ist jetzt hier komplett leer. Der Raum hier, hier ist schon das komplette Silo drin.
Und das freut mich auf jeden Fall. Ja, wie geht's sonst weiter? Ja, morgen kriegen wir Dünger. Das werde ich vielleicht auch nochmal filmen. Ja, alles klar. Gut, bis dann. Ciao. Moin Leute. Samstag, 17. Februar. Wir sind bei mir auf dem Raps. Ja, der steht super. Ja, leider nur hier vorne. Der Rest, ja, da werden wir uns wahrscheinlich von verabschieden. Bevor wir jetzt hierzu weiterkommen, gestern unsere Reinigung wieder im Gange gehabt. Haben Sommerweizen gereinigt, ging super gut. Das war Ökoware. War viel Kraut drin. Hat die Reinigung super rausgereinigt, muss ich sagen. Hat wirklich super geklappt. Das werde ich mal irgendwie hier ein bisschen einspielen mit. Habe ich ein kleines Video gemacht. Aber da ihr das ja alles schon mal gesehen habt, werde ich das jetzt nicht nochmal alles aufnehmen. Oder beziehungsweise hatte gestern da auch nicht die richtige Kamera dabei. Ja, das war gestern. So, jetzt sind wir hier auf dem Raps. Was soll ich euch sagen? Wir waren gestern Vormittag, war ein Berater da und wir sind hier mal rübergegangen. Ja, ist halt traurig, ne? Also man hat hier so ein paar Ecken, so wie jetzt da vorne am Vorgewinde, wo wir gerade waren, oder da auch an der Kante, wo es grün ist. Also die Stellen, wo es jetzt tatsächlich höher ist, ein ganz bisschen höher, da steht der Raps gut. Keine Staunässe oder sonst was. Und die restliche Fläche, ja, ist das eine Katastrophe. Die Pflanzen, die hier stehen, wenn wir jetzt mal hier eine uns angucken, ja, die ist super grün hier oben und alles toll. So, und die haben halt kein, die kannst du wirklich mit Mühe, kannst du die rausziehen. Ja. Und teilweise haben sie überall, haben viele schon neue Wurzeln. Stecke ich wieder rein, so einfach geht das hier. Haben schon neue Wurzeln gebildet, aber wenn man halt guckt, es ist halt viel zu wenig, ja, für die Einzelkornsaat. Hier stehen jetzt mal wieder welche, dann stehen ja ganz lange keine. Dann sind hier so welche zwischen. So, aber ja, das wird hier alles nichts mehr. Ja. Also sehr traurig. Ja, was machen wir jetzt hier? Im Endeffekt, ja, guck, wenn man jetzt in die Richtung guckt, da sieht er richtig, wie dieser ganze scheiß Boden hier glänzt. Und das ist so, so sieht der Boden hier seit Oktober aus. Und ich denke mir mal, das konnte der Raps einfach nicht ab. Ne? Dann hat der Berater noch gesagt, dass es wohl ein bisschen mit Select zusammenhängt. Select und diese Staunässe hat er wohl bei vielen Betrieben schon gesehen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, was ich davon halte. Ich denke, es liegt einfach wirklich nur an dieser Nässe. Ja, was machen wir jetzt hier? Der Plan ist einfach, also noch kommen wir hier sowieso nicht drauf, um eben jetzt den ersten Schritt wäre das Düngerstreuen. Kommen wir hier sowieso noch nicht drauf, also wir brauchen hier bestimmt, um hier anständige Befahrbarkeit zu haben, keine Ahnung, eine Woche kein Regen, wirklich trocken und Wind, dass wir hier irgendwie drauf kommen, weil wenn man hier sieht, wie wir hier laufen, ne? So, ja, das ist, dann sieht man 10 cm ein hier, wenn man Pech hat, mit zu Fuß schon. Ja? So, und darum, wir warten jetzt erstmal ab, was hier passiert. Umbrechen können wir es immer. Also es ist schwierig, hier was umzubrechen im Frühjahr, weil der Boden halt sehr schwer ist und tonhaltig ist. Und das wieder anständig hinzukriegen für eine Sommerung, ist das schon schwierig. Und nach dem Raps, was wir hier gespritzt haben im Herbst, müssen wir auch auf jeden Fall zwischen, also sagen sie zumindest 15 bis 20 cm umbrechen. Wenn wir das machen, werden wir das sowieso nicht schaffen, weil das viel zu tief wäre. Also wir würden da die ganzen nassen Pricken hochholen, das wird eh nicht gehen. Also wenn maximal irgendwie auf 10 cm, dann müssen wir es einfach riskieren. Das hilft nichts. Und ja, dann lassen wir es jetzt erstmal hier stehen, bis es trocken ist. Und dann können wir immer noch entscheiden, was wir machen. Weil jetzt hier eine Entscheidung zu treffen, kann ich nicht sagen. Weil wenn es jetzt wirklich trocken wird und die kleinen Pflanzen vielleicht sich doch noch irgendwie berappeln, dann könnte das irgendwie schon anders aussehen. Ja, und hier ist auch mal ein cooles Ding zu gucken hier. Hier sind Löcher, das hat sich hier so in den Boden erodiert, Wasser. Das hat, ist hier richtig gelaufen. Das wird hier, das sind alte, wahrscheinlich Mäuselöcher, ausgespült, rein. Und dann ist das bis unten in die Drainage. Das hat richtig geplätschert da drin. Hier genau auch mal so. Und dann ist es bis in die Drainage unten reingelaufen. Und wie gesagt, diese komplette Erosion, wie viel Erde sich hier bewegt auf dem Acker, seitdem es hier regnet, ist der glatte Wahnsinn. Ja,
so ist der Stand von dem Raps hier auf jeden Fall. Wäre schön, hätte ich euch was Schöneres zeigen können hier an dem Rapsbestand. Wenn man natürlich jetzt hier guckt, sieht das alles toll aus, aber das sind jetzt hier nur ein paar Quadratmeter, ne? Und der Rest ist halt scheiße. Ja. Nee, das ist der Stand. Wir warten das jetzt ab. Heute ist ja wieder typisch, irgendwie immer wenn ich filme, zum Glück, hier Kaiserwetter mit bester Sonne hier, aber ja, so ist der Stand. Das wollte ich euch nochmal so ein bisschen mitteilen. Also es ist egal, wo wir hier drauf gehen, wenn man jetzt hier vorne drauf, auch wenn wir jetzt da hinten drauf gehen oder so, es sieht überall genauso aus. Manchmal hat man halt ein paar Stellen im Acker, was einen ganzen Müh höher ist. Da steht der Raps eigentlich ganz gut, also den würde ich dann locker so stehen lassen. Aber der Rest, ja. Es muss eigentlich warm werden jetzt, um zu gucken, welche Pflanzen jetzt tatsächlich richtig aktiv sind oder nicht. Aber ich denke, das wird hier eigentlich ein Satz mit X. Da wäre jetzt die Alternative zu sagen, wir machen, würden dann, wenn ich irgendwie einen Körnermais machen. Das heißt, bei Silage glaube ich nicht, dass ich da noch die 6,5 Hektar oder 7 Hektar hier runterkriege da bei der Biogasanlage. Darum würde wahrscheinlich das nachher auf Körnermais laufen. Ich will da jetzt nochmal nachfragen an der Biogasanlage, ob sie es noch nehmen können. Aber ja, so ist der Stand auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, unser Berater hat gesagt, hier so bei uns im Kreis gibt es viele, viele Rapsbestände, die schlecht aussehen, die wahrscheinlich umgebrochen werden. So, und wenn wir dann, wenn das tatsächlich so ist, dann wird natürlich mehr Mais angebaut, denke ich, dass das so die letzte Alternative ist. Ja, ansonsten Dünger gestreut haben wir noch nicht. Der Nachbarbetrieb da hinten hat gestern Dünger gestreut. Das sieht aus wie, ja, ich möchte sagen wie Dresden 45, aber die haben da so eine Gleise reingefahren. Und das ist genau das, was ich letztes Jahr auch gemacht habe. Und das versuche ich auf jeden Fall dieses Jahr so zu vermeiden, dass ich es nicht mache. Weil das hat keinen Zweck. Diese Scheißspuren hat man das ganze Jahr und fährt man eine ordentliche Verdichtung rein. Das muss nicht sein. Ja, wie gesagt, der Raps wäre das Erste, was wir jetzt streuen würden. Ansonsten würde es ja bei uns mit dem Stoppelweizen weitergehen. Dünger ist da, wir könnten theoretisch anfangen, aber die Befahrbarkeit ist einfach noch nicht gegeben. Also wir könnten vielleicht die Woche, würde ich vielleicht mal nach Osterwiek gucken. Da ist der Boden ja ein bisschen leichter. Ob es da abgetrocknet ist, ob wir da schon was machen können, aber ich denke auch noch nicht. Also ja, ist sehr schwierig, wirklich. Dieses Jahr ist, oder das letztes Jahr bis jetzt, ist ein schwieriges Jahr auf jeden Fall. Aber kann ja nicht mal so einfach sein, das wäre ja langweilig. Ja, das ist auf jeden Fall der Stand. Ich denke mir mal, dass jetzt der Vlog irgendwie zu Ende sein wird. Das nächste, was passiert, wird wahrscheinlich tatsächlich irgendwie Dünger streuen sein, denke ich. Weiß ich aber noch nicht genau. Vielleicht machen wir noch mal einen Vlog Direktsaat. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Einmal bei Julian und einmal bei mir hier. Und vielleicht dann danach. Das wäre vielleicht realistischer, da einen Vlog übers Düngerstreuen zu machen wieder. Ja, so ist der Plan für die nächsten Wochen, denke ich. Ja, im Winter jetzt wieder Veranstaltungen. Ich habe jetzt am Montag, nee, am Dienstag Veranstaltungen hier, Pflanzenschutznachweis verlängern oder Pflanzenschutzkunde gedönst da. Ja, nee. Ja, ansonsten soll es das gewesen sein, Leute. Ihr teilt fleißig diesen Vlog und macht Daumen hoch und aktiviert die Glocke und schreibt fleißig Kommentare. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr schon Dünger gestreut habt oder nicht. Oder ob ihr Gülle gefahren habt schon oder wie auch immer. Da schreibt das schön in die Kommentare unten rein. Ich gucke mir natürlich an. Ja, ich weiß, die letzten Videos habe ich nicht viel kommentiert. Das muss ich irgendwie dann nachholen. Ne? Alles klar, gut. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, haut rein. Ciao.